Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und heute möchte ich mir mit euch zwei Mods nochmal ein bisschen genauer angucken. Nämlich unter anderem einmal die Environment Rework Mod. Das ist glaube ich die meistgedownloadetste Mod auf Nexus Mods von Danny Bob. Die haben wir früher auch schon mal ausprobiert. Damit ihr wisst, welche das ist. Das ist diese, die ja, diesen umgefallenen Baumstamm ins Spiel bringt. Und auch, Moment, den umgefallenen Redwood Tree. Habe ich jetzt ein bisschen blöd platziert. Aber ich denke, dann wisst ihr, welche das ist. Die haben wir auch damals für unser Jurassic Park Nachbauprojekt benutzt. Und diese hat ein sehr, sehr großes Update bekommen. Und erstmal optisch muss ich sagen, sieht die richtig cool aus. Also die wurde auch optisch geupdatet. Guckt euch mal hier die Texturen an, wie cool das aussieht. Die Felstextur ist wunderschön. Der Sand sieht cool aus. Die ganzen Büsche haben eine sehr coole Farbe. Das ist schon echt toll. Aber mein Highlight sind tatsächlich die neuen Felsen. Die sind richtig nice. Wir gehen die jetzt einmal alle durch. Weil die haben richtig interessante Formen und damit kann man so viel machen. Manche davon kennen wir tatsächlich schon, aber andere wiederum nicht. Also den hier kennen wir zum Beispiel, der ist neu. Und dieser hier ist zum Beispiel ein Deckenfels. Damit ist es dann auch möglich, Höhlen zu bauen. Da muss man sich dann halt so ein bisschen austoben. Das werden wir gleich am Ende des Videos auch noch machen. Da werde ich noch so ein kleines Speedbild machen. Ihr seht das schon, ne? Jetzt kann man hier wirklich, wenn man sich Mühe gibt, eine Höhle bauen, wo dann auch die Dinosaurier unten drunter können. Ist halt was ganz Neues, ne? Gibt aber noch weitere Felsen, damit das Ganze noch realistischer aussieht und man das noch besser kombinieren kann. Den hatte ich gerade. Und der letzte Felsen. Das ist dieser hier. Den kennen wir auch schon. Das sieht schon interessant aus. Ne? Sind halt komplett andere Felsformen. Und dann haben wir noch eine weitere Mod von Danny Bob. Nämlich die InGen Props Mod, die wir beim letzten Mal schon ausprobiert haben. Wo wir ein tolles Gehege gebaut haben. Die kriegt auch eigentlich fast täglich Updates mit neuen Gegenständen. Und ja, das wurde auch so ein bisschen überarbeitet optisch. Sieht auf jeden Fall jetzt noch um einiges nicer aus. Und hier wurden Bilder eingefügt, das ist richtig cool. Ich platziere jetzt mal ein paar Gegenstände, dann seht ihr das auch. Also die wurden optisch auf jeden Fall ein bisschen nochmal angepasst. Die waren nämlich teilweise ein bisschen dunkel vom Schatten. Das sieht jetzt alles viel, viel besser aus. Und auch der Schriftzug hier wurde hier zum Beispiel auf den Container ein bisschen angepasst. Dieser InGen-Schriftzug. Aber das Wichtigste ist natürlich die Bilder. Ja, jetzt kann man ganz entspannt bauen. Und gerade hier bei den Fässern merkt man das, dass das sehr doll angepasst wurde. Die waren nämlich teilweise, wenn man so vom falschen Winkel geguckt hat, mit dem Licht super, super dunkel. Und die sehen jetzt echt klasse aus, auch vom Weiten. Aber wir haben auch noch neue Sachen hinzubekommen. Nämlich hier auch noch ein Autowrack. Dann hier noch einen alten, verrosteten Jeep von der Firma InGen. Und sogar ein Nest von Dinosauriern. Wahrscheinlich so von kleinen Raptoren oder sowas. Mach mal hier kurz den Rasen ein bisschen weg, dann seht ihr das besser. Richtig cool. Ich feiere das so sehr, ne? Das sieht jetzt schon so nice aus. Im Hintergrund die neuen Felsen. Also momentan ist Jurassic World Evolution einfach so ein insanes Spiel mit der Modding Community. Oh, das war noch nicht mal alles. Hier gibt es noch mehr. Ein schönes Skelett. Auch richtig cool. Also von solchen Deko-Gegenständen kann man natürlich nie genug haben. Und hier als allerletztes haben wir auch noch ein Zelt. Oh, das ist sogar von innen eingerichtet. Wow. Also das ist wirklich unfassbar cool. Ich feiere das richtig. Und genau, ich wollte euch diese Mods halt zeigen. Aber ich will die natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem kleinen Speedbuild-Part.
Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe es jetzt auf die Schnelle gebaut, aber wenn man sich hier noch mehr Mühe gibt, sieht es natürlich noch cooler aus. Aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Diese ganzen neuen Deko-Elemente machen echt was her. Da hinten kommt schon ein Allosaurus spaziert in das verlassene InGen-Lager. Und das sind auch echt viele Deko-Elemente mittlerweile und da kommen wirklich tagtäglich neue hinzu. Also die Modder sind da echt fleißig am Arbeiten. Hier dann eine riesige Hülle. Da können die Dinosaurier auch echt gut reinlaufen. Vielleicht sehen wir es gleich auch noch. Mit so ein paar Skeletten. Und da hinten auch noch Nester von den Raptoren. Wundert euch übrigens nicht, warum das hier ab und zu so flackert mit dem Licht und Schatten und den Objekten hier oben. Das liegt daran, wenn der Felsen von der Kamera hinter mir ist, dann verschwindet er leider. Weil der Felsen ist ja an sich eigentlich nur so ein ganz kleines Stück. Das ist ja ungefähr hier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingucke, dann verschwindet das. Weil ich den Felsen eigentlich nicht mehr in der Kamera habe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hier müssen auch irgendwo noch Raptoren sein. Ich weiß gar nicht, wo die sich verstecken. Ah, da sind die Raptoren. Ach, das ist so cool. Endlich können wir Höhlen bauen. Und da laufen die Raptoren sogar zu ihren Nestern. Oh mein Gott, ist das nice. Da sind sie in der Höhle. Mit diesen Mods kann man sich wirklich austoben. Man könnte zum Beispiel hier auch so einen umgefallenen Redwood Tree so über eine Schlucht legen, wo dann Wasser drunter durchgeht. Und dann die Dinosaurier unten durchlaufen können. Also es fallen mir noch so viele coole Sachen ein, die man noch mit diesen Mods ausprobieren kann. Und ich denke auch, dass in den nächsten Tagen noch weitere Updates für diese Mods folgen werden. Ladet euch die Mods am besten selbst mal runter und probiert aus, was man da so für Möglichkeiten hat. Ihr könnt dann auch natürlich gerne Screenshots bei uns auf dem Discord oder sowas posten, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.